Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Minecraft PvP. Diesmal spielen wir wieder mal eine Runde Survival Games auf dem GoMoney.net Server. Aber wie man gerade schon sieht, gibt es hier einen kleinen Unterschied. Und zwar spiele ich auf der 1.8 und es gibt eine aktualisierte Version meines Resource bzw. Texture Packs für die 1.8, gemacht vom guten MCR98. Und ja, das steht ab sofort zum Download bereit in der Videobeschreibung, auch in zukünftige Videobeschreibungen wahrscheinlich. Demnach könnt ihr euch das runterladen. So, ein Helm, Bogen. Gut. Ja, Veränderungen gibt es nicht groß im Texture Pack. Halt nur, dass es für die 1.8 ist und... Und, jetzt muss ich ganz kurz konzentrieren, weil der Typ da oben hat nämlich, glaube ich, Rüstung. Ja, hat er. Okay, was macht der da? Der leckt ordentlich. Ich lasse es mir jetzt mal nicht nehmen, den abzustauben. außer das Inventar, wie man vielleicht sieht, ist ein bisschen verändert worden. Und ansonsten nicht so viel. Okay. So, da hinten kommt noch einer, der will abstauben. Aber da renne ich mal ganz kurz ein bisschen weg, wenn ich nicht hier... Alter! Mann. Nicht rumbangen würde. Egal. So, noch irgendwas ordentliches? Nee, TNT haben wir hier noch. Was besseres zu essen. Okay. Und übrigens, Block hitten. Oh, da kommen zwei Leute. Geht in der 1.8 wirklich nicht mehr. Das habe ich nochmal nachgeprüft, sagen wir so. Und es geht einfach nicht mehr. Okay, den habe ich gut abgestaubt. Ich mache es irgendwie trotzdem noch mit dem Blockhütten und der Typ wird mich killen und er hat mich gekillt. Aber es funktioniert an sich nicht mehr. Beziehungsweise man kann nicht mehr gleichzeitig schlagen und dabei blocken. Es geht einfach nicht mehr. Naja, gut, ich würde sagen, wir spielen noch eine weitere Runde und sehen uns gleich wieder in der nächsten Runde. Bis gleich. So, und weiter geht's mit der nächsten Runde. Wir spielen auf der schönen Map Turbulenz und es geht jetzt los. Na, die Axt bekommen. Aber sonst nix. So, hier werden noch sicher ein paar Kisten sein. Eisenbrustpanzer, das ist natürlich super. Ist hier eine Kiste noch irgendwie drin? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Hier ist auf jeden Fall eine Kiste. Noch ein Eisenbrustpanzer, okay. Den brauchen wir aber nicht. Dann ist hier noch eine Kiste. Ja, zwei XP-Bottles. Von mir aus. Der hat ein Steinschwert da hinten. So, schauen wir mal, ob wir da jemanden killen können. Na, holen wir da noch jemanden ein? Komm, den kriegen wir doch. Okay, einmal gehittet haben wir ihn. Jetzt hat er gemerkt, dass wir da sind. Und den haben wir, sehr schön. Ja, ich kann die Hose gerade nicht anziehen. Lol, als ob er in der Kiste gerade einen Eisenbrustpanzer und eine Eisenhose gefunden hat. Ich glaub's auch. Los, komm, brenn nicht weg, komm, stehen bleiben. Nochmal getroffen. Hat er das echt gerade so schnell geschrieben? Okay, den habe ich, GG. So, essen, na gut, Kuchen können wir aufstellen. Wir haben nicht wirklich gutes Essen dabei. Aber das Equip sieht schon mal ganz gut aus. Ich sollte vielleicht das Eisenschwert ausrüsten. Eisenschwert, Steinschwert. Nicht rumbuggen. Dann mal gucken, wo der nächste ist. Wir haben leider keinen Kompass. Hier ist eine Kiste, die ist leer. Dann habe ich hier noch eine Kiste gesehen. Die ist nicht leer. Eisenaxt.
Alter, ich verspreche euch den ganzen Tag. Die Axt. Die ist natürlich besser. Oh. Okay, ich nehme mal die Hose trotzdem noch mit. Jetzt fehlt uns noch ein Helm. Hier noch irgendwie was? Nee. Hier? Nee. Ah, na gut. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute noch leben. Mal gucken, ob im Spawn jemand ist. Aber sieht nicht so aus. Hier haben wir noch ein bisschen besseres Essen. 13 verbleibende Spieler. Da vorne haben wir doch jemanden. Einfach einen Bogen. Und er rennt weg, obwohl ich da gar keinen Grund drin sehe. Ich meine, er hat bessere Rüstung als ich, oder? Ja. Wo ist der Pfeil gelandet? Okay. Ach komm. Er hat ein enchantetes Schwert. Ah, einmal getroffen. Und den haben wir sehr gut. Schärfe 1. Ist ungefähr genauso gut wie meine Dia-Axt. Eisenhelm. Full Iron. Sehr gut. Ein Kompass hat er auch gehabt. Na gut, er hat auch nicht mehr viel Pfeile. Und Feuerzeug. TNT. Ich würde aufpassen, dass nicht gleich einer von hinten kommt. Komm. Machen wir so. Und dann schauen wir, wo uns der Kompass hinführt. Versuchen wir noch zu killen. So, er hat ein Eisenschwert. Alter. Und den haben wir, okay. Obwohl ich glaube, dass er noch ein bisschen angehittet war. Zack, zack. Er hatte zwei Dias auf jeden Fall. Deathmatch beginnt. Okay, das ist nicht so gut. Denn jetzt müssen wir relativ schnell. schnell zum Spawn rennen. Oh. Fallschaden ist auch nicht gerade toll. Dann können wir jetzt ein schönes Dia-Spike craften. Hoffentlich. So. Die kann ich droppen. Zack, zack, zack. So, sehr gut. Ah, Freestyle 123 ist auch drin. Habe ich gar nicht gesehen. Ein Troja-Abonnent von mir. So. Damit sind wir relativ gut aufs Deathmatch vorbereitet. Hoffe ich, glaube ich, denke ich. Und los geht's. Es leckt bei mir gerade wie Sau. Ich werde nicht in die Lava fallen. Leute, es leckt bei mir gerade richtig krass. Okay, tötet euch ruhig gegenseitig. Alter. Aber nur manchmal. Freestyle. Es leckt, 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 leckt. Okay, der ist tot. Leck, leck, leck. Slacked, lol. Ich bin nur ein Feuerzeug. Ich muss gucken, manchmal laggt es bei mir. Jetzt laggt es zum Beispiel gerade überhaupt nicht. Jetzt laggt es wieder ganz kurz, jetzt wieder nicht. Ja, ich reck gerne, also. Dagegen habe ich jetzt eigentlich nichts. Freestyle. Leck, leck, leck. Er brennt, sehr gut. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Vorteil für uns. Wir haben verloren. Ein Herz. Oh. Ja, das Problem ist, da ich das Blockhit nicht mehr funktioniert, habe ich in solchen Situationen keinen Vorteil mehr. Weil ich ein ziemlich krasser Blockhitter bin. Ich glaube, wenn ich hätte ich Blockhitten können, hätte ich das gewonnen auf jeden Fall. Naja, egal.
sei es drum. Gut, damit würde ich mal sagen, das war's mit der Folge hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wie gesagt, Tech-Shop bzw. Resource-Pack findet ihr in der Videobeschreibung zum Download. Und da würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss.